Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ratchet & Clank. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar befinden wir uns diesmal auf einer Flotte, und zwar ist es die Drag-Flotte. Denn wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass Drag nur noch ein Ziel hat. Und zwar will er Veldin zerstören. Ganz genau, ihr habt es richtig gehört. Er will den Planeten Veldin zerstören. Das ist der neue Planet, der Drag jetzt fertig gebaut hat. Und ich glaube, irgendwo hier müsste auch jetzt Veldin sein. Anscheinend doch nicht. Okay, in der letzten Folge waren wir noch schon hier. Wir haben in der letzten Folge diesen Bereich schon mal erkundigt. Und dort ist quasi auch das Ziel. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Und zwar befindet sich hier eine Teleportationsplattform. Und die bringt uns zum Raketenkreuzer. So, da sind wir schon mal. Wir können jetzt, glaube ich, auch auf der Karte schauen, in welcher Flotte wir sind. Genau, wir sind jetzt in dem kleinen Schiff. Aber ich muss auch ganz sagen, und zwar ist es auch sehr wichtig, dass man hier auch die Holo-Verkleidung besitzt, denn es kann sein, dass manche Roboter hinter diesen Türen befinden. So, sicherheitshalber ziehe ich jetzt die Holo-Verkleidung an. So, seht ihr? Hier sind wieder diese großen Roboter. Anscheinend ist im Moment nur einer. Aber dennoch lasse ich es sein, oder? Oh, hallo! Ah! So, da ist wieder einer. Hallo! Und Überraschung! Oh, wir sind Wachroboter. Ich bin ein Roboter, wie ihr. Sind da jetzt nur hier Wachhunde? Anscheinend. So, kein Problem. Okay, hier ist keiner, also ist hier safe. Gut. Okay, laut Karte sind wir jetzt hier. Yep, es fehlen uns noch drei. Aha! So schnell rüber. Anziehen. Ich bin ein ganz normaler Roboter wie ihr. So, ohne Verkleidung. Und wieder ohne Verkleidung. Seht ihr, das ist schon ein bisschen einfach, aber man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Oh Gott, jetzt noch Wachhunde. Okay, die wissen schon, dass wir nicht echt sind. Okay. Na, ich warte noch. So, Blaster. So, ich bin der Neue. Ihr könnt schon wieder zurückgehen, genau. Man könnte sagen, diese Roboter sind eigentlich quasi Blindfische. Weil die können uns nicht so richtig sehen, habe ich das Gefühl. Hallo. So, den kann ich ganz normal wieder töten. Ah! So, kein Problem. Hier sind wieder Kisten.
So, Alter, wir haben jetzt schon über 40.000 Boruls. Das läuft ja. Okay, jetzt sind wir laut Karte hier. Okay, es wird nur noch ein Schiff. Dann haben wir auch das durch. Okay. So, wisst ihr was? Verwüster. Und Schwunghaken. Ah, hier sind noch zwei, aber kein Problem. Ohne Verkleidung. Oh, okay, ich sehe schon. Ja, du siehst mich. Alarm, Alarm, Alarm. Ja, die Hunde sind ein bisschen clever als die normalen Roboter. Das war jetzt dumm von mir. Aber kein Problem. Es waren nur zwei. So, hier drüben ist ja Nanotech. Wunderbar, ich bin wieder voll. Hallo! Und Überraschung! Ich bin's! Ich bin kein Roboter! So, laut Karte sind wir jetzt genau hier und genau dort befindet sich auch das Ziel. So, es geht ja schon ein bisschen schneller voran. So, hier ist natürlich der Weg gesperrt. Wir können nur hier gehen. Ah, hier ist schon mal der Planet Veldin. Okay, hier sieht man, wir haben ein ganz kleines Problem. Und zwar sind die Geschütze an und die feuern ja ständig. Ich weiß jetzt nicht warum, aber wir können leider nicht durch. Deswegen müssen wir jetzt hier lang. Und ich glaube, hier befindet sich auch ein Schiff. Ja, genau. Und mit diesem Schiff müssen wir die Geschütze zerstören. Schiff betreten. So, und schon wieder haben wir eine kleine Raummission. So, geht kaputt. Oh Gott, lass mich bitte in Frieden. Oh mein Gott, wie viele kommen denn noch? Ich will doch nur die Geschütze zerstören, mehr nicht. So, ich glaube nur noch zwei, dann habe ich es auch geschafft. Ne, drei. Aber ist ja kein Problem. So, Mission beendet. Ging ja echt flott. So, jetzt können wir wieder hier raus. Und wir können jetzt ganz easy vorbeigehen. Wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gebiet geht ganz schnell vorbei. Es sei denn, man stirbt so häufig, dass
wäre auch nicht so toll. Okay, hier sind irgendwo Robohunde. Ah, die sind hier. Oh Gott, hier sind Laser. So, aufpassen. Mann, ihr sollt doch nicht so laut bellen. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Hier? Heute Abend auf Blark TV. Das lang ersehnte Ereignis. Die völlige Zerstörung eines ganzen Planeten. Erleben Sie die Macht, die Vernichtung und die darauffolgende Leere. Sehen Sie dem Vorsitzenden Drag zu, wenn er den Knopf drückt, der eine Welt zerstört und eine andere erschafft. Und danach gibt's die lustigsten Superheldenreinfälle der Galaxie mit Captain Quark. Jetzt wissen wir, wo er ist. Schnappen wir ihn. So, Infrared für Planeten Veldin erhalten. Leute, es geht los. Wir gehen jetzt so Richtung ins Finale. Ihr habt es richtig gehört. Es geht so Richtung ins Finale, weil der Planet Veldin ist ja auch der letzte Planet, in dem wir hier die Story erleben. Aber bevor wir in den Planeten Veldin hinreisen, möchte ich kurz zurück auf den anderen Planeten. So, hier ist jetzt wieder Planet Veldin, aber dort möchte ich noch nicht hin. Nee, ich möchte kurz auf dem Planeten. Oh Gott, wie heißt er nochmal? Genau, Planet Orkson, denn ich wollte ja das Super Nanotech holen und da ich ja über 40.000 Bolts besitze, kann ich jetzt auch das Super Nanotech leisten. Also dann würde ich sagen, schnell nach Orkson. Planet Orkson. So, Leute, da sind wir wieder auf dem Planeten Orkson. Das sieht ja immer noch so schrecklich aus. Meine Güte. Okay. Ich glaube, das Super Nanotech war irgendwo hier in der Nähe. Ja, genau. Hier muss man lang. Oder? Ey, ich hasse euch. So, wo musste man nochmal hier lang? Nee, hier ist ja falsch. Nee. Das war doch irgendwo hier in der Nähe. Wir haben ja eine Abkürzung freigeschaltet. Ich muss doch hier nach oben. Weil sonst ist doch hier keine Leiter, oder? Okay, hier ist doch falsch. Okay. Aber wo ging mal nochmal lang? Nein! Oh Gott. Gott sei Dank hast du dich jetzt festgehalten, Ratchet. War das irgendwo hier in der Nähe? Ah ja, genau. Hier ist die Plattform. Sorry, Leute. Hier sind wir schon richtig.
Dieser Automat hat auch Super Nanotech, die neueste Gadgetron-Technologie. Super Nanotech steigert deine maximale Gesundheit um 100%. Ganz genau so. Super Nanotech für 30.000 Volt. Ich habe hier schon über 40.000 Volt, also nichts wie her damit. So, du hast die Super Nanotech. Ja, jetzt haben wir genau 1, 2, 3, 4, 8 Kugeln. Ist ja schon wirklich eine Menge. So, und das heißt, wir können jetzt Richtung Veldin hinreißen. Der letzte Planet hier in diesem Spiel. Okay, Leute. Also ich bin schon mal bereit. Ich weiß, wir werden es nicht schaffen, den Bosskampf in dieser Folge jetzt zu machen. Nee, das schaffen wir nicht. Höchstwahrscheinlich entweder in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich werde das auch so machen. Ich werde jetzt ganz schnell noch nach Veldin reisen und dann werde ich auch schon die Folge beenden. Ich weiß, es kommt anscheinend so kurz rüber, aber das ist so besser, Leute. Ohne Witz, das ist schon ein bisschen so besser. So, Kisil-Ebene Veldin. Missionen Ratchets Planeten retten. Und dort gibt es auch insgesamt 3 Gold Bulls, also nichts wie hin. Planet Veldin. Okay, Leute, da sind wir nun wieder. Unser Zuhause wird leider von Drake angegriffen. Und dort stehen schon die ersten Wachen. Okay. Und man sieht schon, es ist ein bisschen dunkler geworden als beim letzten Mal. Sieht ja auch ein bisschen düster aus. Okay, Leute. Wie gesagt, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Wie es weitergeht, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge startklar. Ich hoffe wenigstens, diese Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig gerne wissen. Und ansonsten würde ich jetzt nur noch sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.